Und da haben wir nochmal 10 mm. Großartig. Also, es läuft doch. Wer bist du? Ah, Teddybär. Blamco Mac and Cheese? Cram? Was ist das? Scheint was zu essen zu sein. Ein Bier! Ha, großartig. Hey, wo ist denn jetzt mein Cram and Cheese hin? Den kann man doch... Den konnte man doch so aufheben, oder? Auf Y oder X? Ja, auf Y. So, weg mit dir. Wo ist denn jetzt mein... Ah, da. Durch die Decke geglitscht. Mist. Komm her. Hallo. Mac and Cheese. Blamco Mac and Cheese. Gib mir das. Ah, ich will's haben. So ein blöder Mist. Oh, da ist ein Gegner. Was ist das denn? Was sind das denn? Sieht aus wie Dinosaurier. Ach nee, das sind irgendwelche... Das sind Hyänen, oder? Was ist das? Ein Troll? Meyerlurk? Was ist das? Okay, da haben wir erstmal die Maulwurfsratte. Wir wollen aber erstmal... Ziel, Körperteil. Hä? Mann, wie kann man denn zum nächsten gehen? Egal. Irgendwie kann man zum nächsten Charakter gehen, aber ich weiß nicht wie, zum nächsten Gegner. So. Der hier bewegt sich ja ziemlich langsam. Meyerlurk. Irgendein urzeitliches Zukunftsvieh. Wow. TP plus 20. Nehmen wir mit. Da können wir ja mal reingucken, aber hat nichts dabei, was wir haben wollen. Gut. Tja, mehr scheint ja hier jetzt nicht zu sein, ne? Können ja hier mal gucken, wo die Treppe hinführt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt zu einem Schlupfwinkel führt, wo es sich wirklich lohnt, reinzugehen. Moonbeam Freiluftkino. Ach so, hier sollten wir ja sowieso hin. Oder? Das war doch die dritte Station, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Teddybären. Na, großartig. Das kann man alles nehmen. Spielzeugauto. Blechdose, zerbeulte Blechdose, leere Brauseflasche, Milchflasche, Kamera. Alles nur... Ah, es war mal ein Campingplatz. Guck mal, hier sind Grille. Stange Zigaretten, wow. Wert 50. Nehmen wir mit. Schachtelzigaretten, Wert 10. Whisky, Wert 10. Nehmen wir alles mit. Das ist doch jetzt schon der letzte Ort, oder? Wo wir hin sollten. Das Freiluftkino. Was ist hier alles? Also ich bin der Meinung... Das waren jetzt alle Orte, die wir abklappern sollten. Genau. Also dann muss es tatsächlich in der Station hier sein. Da wollen wir mal hinreisen. Weil die ist ja doch recht groß gewesen, diese Station. Und deshalb gucken wir uns da unten mal ein bisschen genauer um. Jetzt sind wir wieder... wir sind nicht so gesund. Quatsch, hier. Und da. Wir sind nicht so gesund. Jetzt schon. Na gut, wir gönnen uns noch einen. Okay. Tja, hier müssen wir uns jetzt mal umgucken. Wo geht's lang? Da sind wir zu dem rein. Aber wir sind irgendwie zurückgekommen und haben einen anderen Weg genommen und haben uns total verlaufen hier. Ach, da! Sehr gut, da geht es lang. Okay. Gucken wir mal. Da sind die Maulwurfsratten, die wir erledigt haben. Und da ist das Klo. Und mehr war in der Ecke nicht. Hier war aber noch mehr. Da ist noch ein Durchgang. Die Ladies. Da war aber ein Durchgang und ich bin irgendwie zurückgegangen, weil mir das zu weitläufig war. Nee, und hier geht's wieder zurück. Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Das hier ist nur ein Restroom. Das kann ja nicht groß sein. Da sind nur die. Dann habe ich mich ja doch vertan. Dann ist es ja gar nicht so groß hier, wie ich eigentlich dachte. Hier geht es da rein. Hier kann es ja nicht weitergehen. Außer es ist ein Loch in der Wand. Ist es aber nicht. Moment, wir können ja mal die Toilettentüren aufmachen. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Nee. Naja, nichts von Bedeutung. So, dann gehen wir hier rum. Da waren auch nur Toiletten, nicht wahr? Ja, von den Männern. Hier ist auch nichts. Und noch ein bisschen weiter rum ist gar keine Tür mehr. Was ist das? Etotronic 3000? Ah! Ja, cool. Fleisch und Bohnen. Und Instapüree. Haha. Cool. Gut, und noch eine weiter. Und wir sind wieder draußen. Okay, hier gibt es wirklich nichts. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da sind die, denen ich die Schrotflinte geklaut habe. Tja, gut. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück und gehen nochmal in die anderen Gebiete, weil das hier haben wir auf jeden Fall erkundet. Hier gibt es nichts, wo wir sonst noch hin könnten.
Arafu, wir gehen nochmal zu Hamiltons Schlupfwinkel und gucken uns da nochmal genauer um. Ich war der Meinung, da ist irgendwo eine Höhle hier. Das ist doch überhaupt erst Hamiltons Schlupfwinkel, da müssen wir mal rein. So, was erwartet uns denn hier? Oh, das, ja, das sieht schon vielversprechender aus. Gehen wir mal rein. Was gibt's denn hier? Oder wen gibt es hier? Oh weh. Oh weh. Wir schleichen mal lieber. Vielleicht können wir ja. Oh, Vorsicht, Gefahr. Wo denn? Oh, Skorpion. Skorpion. Donnerwetter. Ha. Na, ich dachte, er kommt nicht drauf. Ich hätte aber schneller sein müssen, verdammter Mist. Wow, das stört ihn ja fast gar nicht. Auf den Stachel stört ihn auch fast gar nicht. Die rechte Kralle? Was ist denn mit dem los? Hier auf den Körper möchte ich, auf den Kopf. Ach, verdammt, ist mir jetzt egal. Da, rechte Kralle, bam. Linke Kralle, bam. Kann ich nicht bitte noch auf den Körper gehen? Da. Ah, gar nichts mehr übrig. Okay, auch gut. Warum stört denn das den nicht? Was ist denn los mit dem Vieh? Okay, Moment, wir müssen härtere Geschütze auspacken. Kein Problem. Die abgesägte Schrotflinte. Wie gefällt dir das? Bam! Bam! Man, das ist aber nicht die feine Art. So, mach mal Licht an hier. Gut. Damit wir das besser sehen. Ja! Sehr gut. Hat sich gelohnt, das Ding zu klauen. Giftdrüse des Red Skorpions. Was macht man damit? Gucken wir uns mal an. Wir nehmen ja erst wieder die Pistole. Und, Hilfe? Giftdrüse? Nee. Sonstiges? Giftdrüse des Red Skorpions. Ach so, das hat nur einen Wert. Okay. Dann kann man das gar nicht benutzen. Dann ist es nur, etwas zum Besitzen. Da haben wir noch ein paar, Dingens. Blutpaket, Red Egg, Stimpack. Oh, Red Eggs. Da war ich jetzt wieder zu schnell. Was machen wir denn damit? Mit Red X Strahlresistenz plus 42, genau. Und Red Away sorgt dafür, dass die Radioaktivität, die wir schon haben, verschwinden. Die Werkbank? Sie wissen noch nicht, wie man sich selbst eine Waffe baut. Ah, tragisch. Das ist das, was die uns eben in dem Laden gesagt hat. Das kann sie uns beibringen. Oder, ja genau, beibringen. So, hier ist jetzt aber auch nichts weiter. Mal Licht wieder aus, ist ein bisschen unauffälliger. Und dann gucken wir mal von da, wo uns der Skorpion angegriffen hat. Das war aber nicht hier, ist aber egal. Wir verirren uns da sowieso. Oh, da ist noch ein Gegner. Aber wir sind versteckt. Okay. Bleiben wir mal ganz leise. Was ist das hier? Wo wollen wir überhaupt hin? Es ist definitiv ein Schlupfwinkel. So viel steht fest. Und hier könnte sich die Familie gut verstecken. Ist der einzige Ort, den ich jetzt wirklich ausmachen konnte. Wir müssen mal gucken, wo es jetzt überhaupt weitergeht. Knifflig. Da ist ein Gegner. Hat uns noch nicht bemerkt. Was ist das für ein Gegner? Das ist ein Skorpion. Gut, wir schnappen uns erstmal das. Mantats. Initiative und Wahrnehmung. Okay, und Stimpack und dann schnell wieder weg. Gefahr? Aber er hat uns nicht entdeckt, oder? Doch, dann müsste da Vorsicht stehen. Wenn er uns nicht entdeckt hätte, müsste da Vorsicht stehen und nicht Gefahr. Oder? Ich weiß nicht. Gefahr. Was sagt uns das? Jetzt heißt es nur noch Vorsicht. Da sind jetzt böse Gegner. Jetzt sind wir versteckt. Sehr gut. Blut zu lassen. Ja, komm her. Wenigstens weiß ich bei einem Menschen, was sein Schwachpunkt ist. Nämlich der Kopf. Wie gefällt dir das? Ein Kopfschuss nach dem anderen. So ein blöder Mist. Wir müssen die Schrotflinte auspacken. Wir brauchen definitiv stärkere Waffen. Die Schrotflinte ist jetzt natürlich super, das, was wir haben. Aber die 10mm Pistole können wir vergessen praktisch. Das ist gar nichts. Bam. Bam, verdammter Mist. Wir schießen daneben. Ah, viel zu eng hier. Hallo. Ah. Wir sollten ein Stimpack fällen. Ich kann nicht mal springen. Blöder Mist. Ja, okay, Moment. So. Jetzt werden wir erstmal ein Stimpack benutzen. Na, er weint. Wir haben genug Stimpacks.
Kein Problem, unglücklich. Kein Grund, unglücklich zu sein. So, verdammt, jetzt stirb doch mal. So, nochmal V. Und jetzt friss eine Schrotladung in den Kopf. Bam! Und nochmal. Geht nicht. Noch. Bam! Jawohl! Verdammter Drecksraider. Kampfmesser hat einen hohen Wert. Nehmen wir mit. Gut. Los hier. Und die erledigen wir jetzt auch. Oh, verdammt. Gar nicht richtig getroffen. Ah, oh, und jetzt kommt da der Skorpion, oder? Ah, oh, verdammter Mist. Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe halt keinen... Ich habe halt keine Munition mehr. Boom. Blöder Mist. Ich sag doch, ich will nicht auf Konfrontationskurs gehen. Mist, verdammt. Okay, jetzt haben wir noch zwei Schuss. Die frisst jetzt der Skorpion und dann war's das. Verdammt. Also, erstmal noch ein Stimpack. Und dann holen wir uns hier unsere 10mm Pistole wieder. Haben wir noch ein paar Schuss. Ziemlich wenig, aber eigentlich. Der hat doch noch eine Giftdrüse. Das nehmen wir mit. Und dann müssen wir die hier irgendwie clever besiegen. Ich weiß auch noch nicht, wie. Oh, verdammt. Niemals. Niemals. Wie soll ich denn das machen? Mist. So. Let's nochmal versuchen auf den Kopf. Auf den Rumpf? Bringt gar nichts auf den Rumpf. Kopf ist das Einzige, was bringt. Blöder Mist. Ja, kritischer Angriff. Nochmal, komm. Ah, oh, daneben, nein. Ja, Kopf verkrüppelt. Sehr gut. Okay, wir müssen bei Vets, glaube ich, bleiben. Alles andere ist zu unsicher. Stillhalten, Fleischbrocken. Ups. So, 90% wirklich? Auf die Distanz? Boom. Boom. Verdammter Mist. Gibt's doch gar nicht. So. Die hat aber auch eine kranke Waffe, eine Kampfflinte. Mann. Und Schrotpatrone und Springmesser. Und wir haben ein Level erhöht. Großartig. Jawohl. Das wollte ich hören. Gut. Dietrich wollen wir ein bisschen höher machen. Und wir gehen mal jetzt noch auf Sprengstoff, damit wir irgendwann diese Bombe entschärfen können. Und reparieren. Wissenschaft. Sprache noch ein bisschen mehr. Und dann geben wir mal ruhig noch was. Große Waffen. Überdimensionierte Waffen. Fatman, Raketenwerfer, Flammenwerfer, Minigun, Gatling Laser. Wir nehmen mal lieber für kleine Waffen. Für 10mm Pistole, Luftgewehr, Sturmgewehr, Kampfflinte. Genau, Kampfflinte haben wir eben gefunden. Geben wir noch was drauf. Wir müssen es ja praktisch machen. Und hier können wir jetzt mal gucken. Dieb, Elektra, heller Kopf, Waffenfreak. Verbessert kleine Waffen und reparieren. Little League erhöht Nahkampf und Sprengstoff. Intensives Training. Sie können jedem beliebigen ihrer Special-Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Hm. Heller Kopf 10% zu ihren gesamten Erfahrungspunkten. Das finde ich ganz gut. Aber wir machen mal Waffenfreak. Bekommen wir noch kleine Waffen und reparieren. Gut. Okay. Dann wollen wir mal unsere Sachen hier angucken. Unser Kopf ist ziemlich fertig. Da müssen wir jetzt mal direkt auf den Kopf ein Stimpack anwenden. Da bekommen wir deutlich weniger Gesundheit, nämlich nur 5. Aber wir müssen das machen, wenn unser Kopf mal verkrüppelt ist, dann sterben wir wahrscheinlich. So. Hier jetzt noch ein normales Stimpack und hier nochmal auf den Körper. Und dann nehmen wir noch ein normales. So. Weil hier, wir müssen teilweise unsere Körperteile einzeln heilen. Ich denke mal, wenn der Kopf verkrüppelt ist, sterben wir. Selbst wenn unsere Trefferpunkte nicht auf 0 sind. So, dann gucken wir hier nochmal unsere Waffe an. Nämlich die Kampfflinte. 11 Schuss haben wir hier. Leider ist der Zustand ganz, ganz schlecht. Ich meine, ich kann nicht hingehen mit dem... Mit dem Dingens. Blöd. Also der Zustand unten, ZST, ist ganz schlecht. Wir müssen die unbedingt mal reparieren. Wir können sie aber nicht reparieren. Ihre Waffe ist in schlechtem Zustand. Sie ist weitaus wirksamer, wenn sie repariert ist. Sie können Gegenstände in ihrem Pip-Boy selbst reparieren oder einen Händler aufsuchen. Für die eigenständige Reparatur müssen sie Teile einer ähnlichen Waffe verwenden. Okay. Wir wissen aber, dass wir in Megaton bei dieser Ehenfrau für die Reparatur bezahlen können. Und das können wir auch bei den meisten fahrenden Händlern. Das wäre bei dieser Waffe hier durchaus sinnvoll. Wir werden jetzt aber weiterhin die 10mm Pistole nehmen müssen. Ach nee, abgesägte Schrotflinte hatte sie auch was. Kampfmesser, Springmesser, Schaden 5, Schaden 4. Ich bleib mal bei der abgesägten Schrotflinte. Aber erstmal nicht jetzt. Ich glaube, die hatten wir schon ausgeräumt, genau.
Wir begeben uns hier kurz in Stellung, wo wir eben waren. Ich glaube fast, das war hier, nicht wahr? Ich bin ja rückwärts raus. Ich glaube hier irgendwo... Nein, Mist, doch. Doch, genau, hier hat das irgendwie angefangen zu rauschen und da war ein Radio oder sowas. Okay, und genau hier machen wir Schluss. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.